Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen. Der Hunabexten ist hier und mit mir geht es heute in den nächsten Teil des Flight Factor A320 Tutorials. Wir sind jetzt tatsächlich schon so weit, dass wir den Flieger hochfahren können und darum soll es in diesem Teil auch gehen. Wir werden den Flieger so weit hochfahren, dass wir in die Flugplanung und in die Flugrouteneingabe einsteigen können. Das heißt also, heute kommt hauptsächlich das Electrical Power-Up, das Refueling und sowas. Das zeige ich dann noch einmal genauer. Außerdem möchte ich noch ein paar kleine Features zu diesem Flugzeug zeigen und vor allen Dingen ein paar Tipps geben, wie man ein paar FPS mehr bekommen kann, denn das ist zumindest bei mir teilweise ein ziemlich erheblicher Faktor. Vielleicht geht das ja ein paar anderen Leuten auch so. Das erste, was wir machen, wenn wir diesen Flieger hochfahren wollen, ist, wir schauen uns einmal um und wir sehen ja hier rechts und links. Ist auch schön, dass ich das versetzt zeige. Wenn ich rechts sage, zeige ich links. Ne? Wenn ich links sage, zeige ich rechts. Jedenfalls finden wir da diese Monitore und auf diesen Monitoren lassen sich verschiedene Sachen einstellen. Als allererstes schalten wir aber mal den rechten Monitor aus, denn das bringt mehr FPS. Bei mir sind das im Durchschnitt 2 bis 5 FPS, die es mehr bringt, diesen Monitor auszuschalten. Vor allen Dingen die Nutzung dieses Monitors zieht ganz erheblich an den FPS. Aus diesem Grund würde ich jedem empfehlen, diesen Monitor auszuschalten, denn den rechten braucht ihr eigentlich nicht. Jetzt wenden wir uns also dem linken zu, zoomen dann mal ein bisschen ran. Und ich hatte ja schon erklärt, was man hier machen kann, siehe dazu den ersten Teil. Wir können hier nämlich die Ground Power Unit einschalten und das ist das erste, was wir jetzt tun. Klicken da also drauf. Jetzt hört man es im Hintergrund tatsächlich auch schon, dass da was eingeschaltet wurde. Man sieht, sie ist hier blau markiert. Und wenn wir uns jetzt nach draußen begeben, dann sehen wir, da steht das Ding. Und man hört es übrigens auch hier. So. Dann setzen wir uns wieder rein und gucken uns das Weitere an. Denn diese Seite brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir müssen jetzt auf die nächste Seite gehen. Und zwar gehen wir dazu hier oben auf Fuel. Auf dieser Seite können wir uns den Fuel Truck, also den Betankungs-LKW, rufen und wir können das Flugzeug betanken, das ist das Allerwichtigste. Momentan müssen wir allerdings nur den Fuel LKW rufen, denn das Betanken gehört mit zur Routenplanung dazu, das machen wir also erst im nächsten Teil. Wir klicken auf Call, da steht dann Request, das blinkt ein bisschen und sobald das da ist, ist es blau hinterlegt, das Call wechselt zu Remove, das heißt, würden wir da jetzt draufklicken, würden wir den wieder entfernen. Dann können wir jetzt auswählen, was wir tanken möchten und wir sehen, wie sich das auf die jeweiligen Tanks auswirkt. Also wir haben insgesamt 5 Tanks in diesem Flugzeug, den Center Tank und jeweils 2 Flächentanks auf jeder Seite. Macht insgesamt 4 Flächentanks und einen Mitteltank, also insgesamt 5. Je heller das Blau ist, desto voller sind die Tanks. Und wir können jetzt also erkennen, dass im Mitteltank nichts drin ist. In den inneren Tragflächentanks auch nicht so viel und in den rechten Tragflächentanks sehr viel. Das spiegelt sich dann auch in der Treibstoffanzeige hier links wieder. Wie das hier funktioniert, das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Wir sind jetzt allerdings mit diesem Bildschirm hier erst einmal fertig und deswegen können wir da jetzt wieder rauszoomen. Denn jetzt kümmern wir uns um das Electrical Power-Up dieses Flugzeugs. Ihr solltet euch dazu eine Sicht anlegen, die ungefähr so aussieht wie diese hier, denn ihr braucht jetzt dazu das Overhead-Panel. Wichtig vor dem elektrischen Power-Up ist es, dass wir die Ground Power Unit, also dieses Ding, was ich eben gezeigt habe, was da vor dem Flugzeug stand, eingeschaltet haben, denn ansonsten funktioniert das Ganze nicht richtig. Wir brauchen, um das Flugzeug korrekt hochzufahren, External Power, also in diesem Fall Ground Power. Deswegen müssen wir die Ground Power Unit dahinstellen. Wenn wir das nicht machen, gibt es einige Komplikationen. Die wollen wir nicht haben, also stellen wir die GPU dahin. Wir sehen jetzt hier in der Mitte das Electrical Panel. Das ist wirklich ziemlich in der Mitte. Und in der Mitte des Electrical Panels, aber auf der Oberseite, befinden sich die beiden Batterieschalter. Die sind beschriftet mit BAT 1 und BAT 2. Das sind jetzt die beiden ersten Schalter, die wir drücken müssen, und zwar direkt hintereinander, zuerst BAT 1 und dann BAT 2. Man hat jetzt gemerkt, erstens, es hat geklackt im Hintergrund, das ist der Bus, der sich aufgeschaltet hat, und man hat gesehen, dass hier ein paar Lichter angegangen sind und vor allen Dingen auch, dass oben die Engine Fire Anzeigen einmal kurz geblinkt haben, das heißt, die haben sich konfiguriert.
Wir haben jetzt zwar das Flugzeug mit Batteriestrom versorgt, allerdings wird die natürlich irgendwann leer gesaugt. Aus diesem Grund müssen wir das Flugzeug mit External Power versorgen und das machen wir, indem wir hier unten auf External Power klicken. Da steht nämlich in grün Avail drin, das heißt also, die Power ist available, wir können sie also nutzen. Jedes Mal, wenn man dieses Klacken hört, schaltet sich das Flugzeug auf eine andere Stromversorgung um. Das hören wir dann während des APU-Starts und während des Triebwerksstarts auch nochmal. Ist jetzt allerdings eher unwichtig, denn jetzt kommt erstmal die Airbus-Bedienphilosophie. Die ist nämlich deutlich anders als die von Boeing und wenn man sich da nicht ein bisschen mit vertraut gemacht hat, dann kann die unter anderem etwas verwirrend sein. Man kann das hier anhand des Overhead-Panels sehr schön erkennen. Als allererstes haben wir hier ein paar Schalter, in denen Sachen drinstehen. Beispielsweise hier oben links bei den Flight Controls, da steht Fault drin. Genauso beim Ground Proximity Warning System hier links, da steht bei Terrain und bei System Fault drin. Die beiden Packs haben momentan noch ein Fault und die Triebwerksgeneratoren. Dieses Fault bedeutet natürlich, dass die Dinger nicht funktionieren oder zumindest nicht so, wie sie es sollen. Das ist jetzt natürlich noch überhaupt kein Problem. Das Flugzeug ist ja bei weitem noch nicht richtig hochgefahren, deswegen können wir das erstmal ignorieren. Dann haben wir noch ein paar weitere Schalter, in denen steht Off drin. Das sind zum Beispiel die Treibstoffpumpen hier oben im Hydraulic und Fuel Control Panel. Die linken, die Center und die rechten Pumps sind Off und das steht da drin. Dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Schalter, in denen gar nichts drin steht. Die Airbus-Bedienphilosophie setzt sich daraus zusammen, dass nur das etwas anzeigt, was nicht oder nicht richtig funktioniert. Dinge, die normal funktionieren, keine Probleme haben und eingeschaltet sind, werden nicht beleuchtet. So haben wir beispielsweise den Batterieschalter. Die Batterie ist eingeschaltet und funktioniert ohne Probleme, also ist der Schalter aus. Wenn Dinge, die normalerweise nicht eingeschaltet sind, eingeschaltet werden, steht auch was drin. Wir werden also tatsächlich immer nur dann visuell benachrichtigt, wenn tatsächlich auch eine Benachrichtigung erforderlich ist. Dieses Prinzip soll den Piloten Arbeit abnehmen und beschleunigt unter anderem auch die Vorgänge, die zum Start-up dieses Flugzeugs notwendig sind. Apropos Start-up, da waren wir gerade bei und deswegen machen wir jetzt auch mal weiter. Wir haben jetzt das Flugzeug soweit mit elektrischem Strom versorgt, dass nicht die Batterien leer gesaugt werden und dass wir erstmal genügend Zeit haben, uns um weitere Dinge zu kümmern. Das nächste, was wir tun, ist jetzt, dass wir die Lichter soweit setzen, dass wir für den Start vorbereitet sind, also für den Start-up. Dazu gehört als allererstes, dass wir die Außenbeleuchtung einschalten. Die finden wir hier unten unter Ext Light, also Exterior Light, und wir müssen die Wing Lights und die NAV und Logo Lights anmachen. Beim Flight Factor A320 lässt sich das Ganze auch machen, indem man mit der Maus drüber geht und dann einfach das Mausrad benutzt. Man muss dazu nicht klicken, sondern man kann auch das Mausrad einfach drehen und dann bewegen sich die Schalter mit. Finde ich persönlich sehr gut, denn dann muss man da nicht immer draufklicken. Erleichtert ein bisschen die Arbeit, finde ich. Das ist allerdings jetzt noch nicht alles. Was wir jetzt angemacht haben ist, man sieht es hier am Flügel einmal in Rot. Und am anderen Flügel einmal in grün. Das sind die Wing Lights. Und dann haben wir die Logo Lights. Die kann man hier und hier sehen. Die sieht man jetzt ein bisschen schlecht, weil es Tag ist. Also man sieht sie nicht leuchten. Aber wenn man mal ein bisschen ranzoomt und sich das Ganze dann anguckt, dann sieht man, dass hier oben auf den Höhenrudern Lampen angebracht sind, die den Vertical Stabilizer beleuchten. Außerdem sieht man dann hier hinten am Heck noch eine weitere, die ganze Zeit durchleuchtende weiße Lampe. Die gehört auch noch dazu. So, gehen wir wieder hierhin zurück, denn wir sind noch nicht fertig. Jetzt kümmern wir uns um die Interior Lights. Als allererstes schalten wir das Licht für den Standby-Kompass ein. Das ist dieses hier. Auch da wieder ganz nach oben. Das Dome Light rechts daneben muss zwar nicht unbedingt eingeschaltet werden, aber es macht das Cockpit doch um einiges heller und deswegen schalten wir das jetzt mal ein. Hat man sogar gesehen, dass es das Cockpit heller macht. Das sind die großen Lampen, eine da und eine da. Als nächstes kommen dann die Seatbelts und die No Smoking Signs. Die befinden sich hier unten.
Die kann man theoretisch auch auf Auto stellen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Flugzeug da irgendwie Probleme mit hat und deswegen stelle ich die meistens auf On. Das hört man dann auch, es blinkt einmal. Dann haben wir hier ganz rechts noch den Emergency Exit Light Schalter. Falls aus irgendwelchen Gründen mal die Kabinenbeleuchtung ausfallen sollte, gibt es eine Emergency Cabin Lighting, also eine Notfallbeleuchtung der Kabine. Dieser Schalter regelt, inwiefern diese Notfallbeleuchtung eingeschaltet ist. Auf On ist sie immer an, auf Arm ist sie nur dann eingeschaltet, wenn aus irgendwelchen Gründen der Strom ausfällt, und auf Off ist sie dauerhaft aus. Die Stellung Off empfiehlt sich deswegen natürlich nicht, denn wenn es dunkel ist und die Kabine evakuiert werden muss, dann sollte man natürlich eine Notbeleuchtung haben. Und aus diesem Grund stellen wir den Schalter auf Arm, eine Stellung nach oben, dann steht er in der Mitte. Und damit regeln wir, dass das System dann nur dann angeht, wenn tatsächlich auch kein Strom mehr zur Verfügung steht. Das heißt beispielsweise über die Notstromsysteme gearbeitet wird. So. Dann setzen wir uns jetzt mal hier hin und gucken uns mal um, was wir da gerade gemacht haben. Wir sehen jetzt, dass die verschiedenen Systeme des Flugzeugs hochgefahren sind. In den Bildschirmen vom Primary Flight Display, vom Kartendisplay und der ICAS Displays können wir am Anfang erkennen, dass sie noch nicht richtig konfiguriert sind. Ganz am Anfang, nachdem man die Batterie und die External Power hochgefahren hat, steht da noch drin Self-Test in Progress. Das heißt, diese Systeme testen sich am Anfang auf ihre korrekte Funktionsweise. Was wir jetzt hier sehen, im Primary Flight Display und im Kartendisplay, sowohl links als auch rechts, ist, dass wir das IRS alignen müssen. Auch in diesem Flugzeug ist das allerdings nicht nur ein IRS, sondern es sind mehrere. Die sitzen hier oben links. Und zwar sind es drei Stück und die arbeiten mit dem GPS zusammen. Das heißt also, die IRS, Inertial Reference Systems, also Positionsbestimmungssysteme, wenn du so willst, arbeiten zusammen mit dem GPS, dem Global Positioning System, um eine möglichst präzise Positionsbestimmung zu ermöglichen. Diese IRS, die im Airbus übrigens ADIRS genannt werden, schalten wir ein, indem wir diese drei Drehregler hier von Off auf Nav stellen. Auch das funktioniert wieder mit dem Mausdrehrad. Da steht jetzt Align drin. Und wir setzen uns jetzt wieder hier hin, gucken einmal runter und dann sehen wir hier die Control Display Unit, die CDU. Die wird teilweise auch als MCDU bezeichnet, das bedeutet dann Multifunctional Control Display Unit, also multifunktionale Bedieneinheit. Der Name ist mir ein bisschen zu kompliziert, deswegen benutze ich dafür einfach nur CDU oder Flight Management System. Wir klicken einfach einmal auf den Bildschirm und dann erscheint die hier. Die ist jetzt blau umrandet. Wenn sie blau umrandet ist, können wir Eingaben über die Tastatur betätigen. Wir können die anklicken und dann hier an den Kanten erscheint so ein Kreuz. Damit können wir das Ding dann durch die Gegend schieben. Dann sehen wir erstens, wie es heißt, und zweitens wird es rot, quasi als Zeichen dafür, dass es verschiebbar ist. Wir können es aber auch vergrößern, indem wir hier unten hinklicken, und dann können wir uns das Ding so groß oder so klein ziehen, wie wir wollen. Ich persönlich lasse es mal so, damit lässt sich das relativ gut erkennen, was draufsteht. Wie man dieses Ding bedient, ist eigentlich fast genau gleich wie bei einer Boeing. Allerdings unterscheidet sich das Visuelle deutlich von der Boeing-Bedienweise. Und außerdem sind die Multifunktionstasten hier unten unterschiedlich. Im nächsten Teil geht es hauptsächlich um die Bedienung der MCDU und um die Eingabe des Flugplans sowie der Routendaten. In diesem Teil müssen wir uns aufgrund der IRS-Initialisierung allerdings tatsächlich schon mal damit befassen. Und das tun wir, indem wir hier auf Init klicken. Da haben wir dann die Init-Page und damit sich das IRS richtig alignen kann, brauchen wir unseren Flugplan. Das heißt, wir müssen wissen, von wo nach wo wir fliegen. Für diesen Flug fliegen wir von München, da stehen wir gerade, nach Frankfurt am Main. Das bedeutet also, dass wir die ICAO-Codes der jeweiligen Flughäfen dort eingeben müssen, und zwar genau so, wie es da steht. Der ICAO-Code von München ist EDDM, der ICAO-Code von Frankfurt am Main ist EDDF. In der Mitte steht ein Slash, also ein Schrägstrich. Deswegen müssen wir EDDM/EDDF dort eingeben.
Da das Fenster hier blau hinterlegt ist, können wir das einfach über die Tastatur machen. Einfach eingeben, dort hineinklicken, dann erscheint dieses Fenster und dann unten links auf Return. Wir sehen jetzt zwei Line Select Keys weiter unten, dass dort Align IRS steht. Da müssen wir jetzt draufklicken. Das verschwindet dann. Wenn wir das nicht machen, kann sich das IRS nicht alignen. Deswegen empfiehlt es sich, wenn man diesen Flieger hochfährt, relativ früh das IRS einzuschalten, die drei Drehregler, die wir am Anfang gesehen haben, und dann hier oben from/to einzugeben. Dadurch hat das IRS dann Zeit, sich zu alignen, und wir können uns anderen Aufgaben widmen. Als nächstes geben wir hier unsere Flugnummer ein. Das ist die Lufthansa 310, wie immer. Und abgekürzt heißt das Ganze natürlich DLH310. Auch das geben wir per Tastatur hier ein. Und dann klicken wir auf den Line Select Key 3 links, um das einzufügen. Als nächstes kommt der Coast Index. Was das ist, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ganz grob lässt sich sagen, es ist eine Zahl, die aus bis zu 3 Ziffern bestehen kann. Je höher die Zahl, desto schneller und treibstoffverschwendender fliegt man, und je geringer die Zahl, desto langsamer und treibstoffsparender fliegt man. Ich benutze normalerweise einen Coast Index von 75. Direkt darunter tragen wir dann unseren Cruise Flight Level ein und die Temperatur, die hier gerade herrscht. Da wir aufgrund unserer fehlenden Routenplanung unseren Cruise Flight Level noch nicht kennen, können wir den hier noch nicht eintragen. Aus diesem Grund klicken wir das Ganze jetzt erstmal wieder weg. Wir klicken also einfach mitten rein und dann verschwindet das Ganze wieder. Jetzt machen wir noch ein paar andere vorbereitende Dinge, bevor wir dann uns im nächsten Teil um die Flugplanung kümmern. Vorher sei aber die Aufmerksamkeit nochmal einmal kurz auf das Primary Flight Display und auf das Kartendisplay gelenkt, denn da sich das IRS momentan ja im Align-Status befindet, sieht man hier, dass jetzt der künstliche Horizont, die Geschwindigkeitsmessbänder und das Höhenmessband erschienen sind. So, jetzt scrollen wir mal ein bisschen ran und wir sehen jetzt hier oben links, dass der Master Caution-Schalter in Orange aufleuchtet. Der Master Caution Schalter leuchtet so lange in Orange auf, bis, wir haben es gerade gesehen, hier unten das Kartendisplay sich so weit aligned hat, dass das Flugzeug weiß, in welche Richtung es schaut. Also in welche Richtung die Nase gerade zeigt. Dann geht das Ding aus. Man kann es vorher natürlich auch schon ausklicken, wenn man da aber keine Lust zu hat, weil man zum Beispiel Besseres zu tun hat, wie zum Beispiel das Flugzeug hochfahren, dann kann man den auch einfach anlassen, denn er geht automatisch aus. Als nächstes kümmern wir uns darum, dass unsere Druckanzeige hier vom amerikanischen Inch Quecksilbersäule auf Hektopascal umgeschaltet wird. Da wir in Europa fliegen, ist Inch Quecksilbersäule hier völlig fehl am Platz und wir brauchen Hektopascal. Da steht jetzt 1013, das ist das Standard Hektopascal Level. Also wenn wir auf unserem Reiseflug-Level sind beispielsweise, dann stellen wir da 1013 ein. Das hat jetzt natürlich wenig Sinn, denn wir befinden uns am Boden und wenn wir starten wollen, beziehungsweise am Flughafen uns bewegen möchten, dann brauchen wir das QNH, also den Druck über Main Ziel Level, der an diesem Flugplatz gerade herrscht. Der Druck, der an diesem Flugplatz gerade herrscht, sind 1012 Hektopascal. Das ist also tatsächlich nur ein weniger als hier, deswegen auch hier wieder mit dem Mausrad. Stellen wir 1012 ein und wer richtig aufgepasst hat, der hat gemerkt, das stellt sich nicht nur links, sondern auch rechts ein. Das heißt also, wenn wir links etwas einstellen, brauchen wir das rechts nicht nochmal zu machen, das passiert nämlich von selbst. Als nächstes schauen wir uns dann hier rechts den Regler für die Höhe an. Da kann man draufklicken, dann stellt sich die Nadel von 100 auf 1000 um. Normalerweise stellt man da den Initial Climb ein, aber wir fliegen ja in diesem Fall ohne ATC und aus diesem Grund können wir hier direkt unsere Reiseflughöhe einstellen. Theoretisch jedenfalls. Das geht ja noch nicht, denn wir haben ja unsere Flugplanung noch nicht. Deswegen stellen wir zuerst die Nadel von 100 auf 1000 um, konfigurieren damit diesen Drehregler schon mal fürs richtige Einstellen. Als nächstes stellen wir die Auflösung für das Kartendisplay von 20 auf 10. Das ist der Zoom,
Und für den Take-Off, das steht auch so in den Checklisten drin, muss der auf 10 stehen. Hier unten im mittleren Panel müssen wir theoretisch nichts mehr tun. Erstmal, das kommt dann noch. Aber was wir machen können, ist die Beleuchtung regeln. Wir haben hier, hier und hier drei Schalter, die befinden sich hier links unten und rechts unten neben dem Schubhebel. Damit können wir die Beleuchtung dieses Flugzeugs regeln, indem wir entweder einfach die Maus darüber halten und das Mausrad bewegen oder immer klicken bei Plus und bei Minus. Damit regelt sich die Beleuchtung, aber es ist hier tatsächlich so hell, dass das nicht auffällt und deswegen ist das momentan jedenfalls egal. Jetzt sind wir so weit, dass wir an die Flugplanung und die Routeneingabe gehen können. Wir müssen jetzt erstmal nichts weitermachen, außer zu warten, bis sich das IRS aligned hat. Das ist allerdings nicht zwingend notwendig. Man kann die Route auch schon eingeben, während sich das IRS aligned. So, da haben wir es. Ich wollte das deswegen noch abwarten und zeigen, weil hier die Flight Director Funktion angeht, sobald sich das IRS fertig aligned hat. Weiter ginge es dann damit, dass wir hier oben im Mode Control Panel die Drehregler für Speed und Heading reindrücken müssten. Auch das geht allerdings erst, wenn wir unsere Route eingegeben haben. Da wir jetzt keine Route haben, weiß das Flugzeug weder wie schnell noch wohin wir fliegen müssen. Aus diesem Grund müssen sowohl Speed als auch Heading zwingend eingeschaltet sein. Hier funktioniert also alles so wie es soll. Wir werfen jetzt nochmal einen kurzen Blick in die Mitte auf die beiden ICAS-Displays. Im Airbus heißt das Ganze ECAM, Electronic Centralized Aircraft Monitoring. Das bedeutet so viel wie elektronisches, zentralisiertes Flugzeugbeobachtungssystem. Und das ist, wie der Name schon sagt, dafür gedacht, das Flugzeug zu beobachten und Systeme einzusehen. Hier wird uns also alles Wichtige angezeigt, was für dieses Flugzeug relevant ist. Und Airbus hat sich da was Besonderes ausgedacht. Dieses Ding hat nämlich einen Automatikmodus, das immer genau das anzeigt, was gerade wichtig ist. So sehen wir auf dem unteren Display beispielsweise immer die Türen, wenn wir uns am Boden befinden und rumstehen. Das System denkt also, wenn wir rumstehen, wollen wir die Türen öffnen bzw. schließen und deswegen schaltet es hier die Türsicht ein. Wir können dann über diese ganzen Schalter hier natürlich auch noch andere Dinge einschalten. Beispielsweise kann ich ja jetzt einmal kurz, wenn ich hier auf ELEC drücke, die elektrischen Systeme einschalten. Wir sehen dann beispielsweise hier unten, einmal links und einmal rechts, dass die Triebwerksgeneratoren nicht eingeschaltet sind, was auch keinen wundern dürfte, denn die Triebwerke laufen ja nicht, dass aber beispielsweise die Batterien eingeschaltet sind und mit welcher Spannung und Stromstärke die arbeiten. Wir können uns dann hier auch noch den Hydraulikdruck anzeigen lassen, der auch nicht vorhanden ist, weil weder die APU noch die Triebwerke laufen. Wir können uns anzeigen lassen, wie viel Fuel wir an Bord haben und noch ein paar andere Sachen. Klickt euch da am besten einfach mal durch und schaut euch an, was da alles simuliert ist. Dieses Flugzeug kann einiges und es wird tatsächlich auch so ziemlich alles realistisch angezeigt. Wichtig ist jetzt allerdings dieses Display hier. Wir können uns übrigens alle Displays, indem wir einmal draufklicken, hier hinholen und wenn man dann sieht, das überfrachtet alles heillos, zack, 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 zack und deswegen klicke ich jetzt nur mal dieses hier an. Das funktioniert genauso wie das andere auch. Wenn man das größer haben will, dann kann man sich das größer ziehen und wenn man das irgendwo anders haben will, ja, dann zieht man das irgendwo anders hin. So. Dieses Display zeigt uns mit X die Werte an, die derzeit nicht auszulesen sind. Das sind hauptsächlich die Triebwerksanzeigen, denn das Triebwerk ist ja aus, sowohl links als auch rechts. Dann haben wir hier rechts so ein komisches geometrisches Modell und das ist die Tragfläche. In grau ist das, was ich nicht bewegen kann, in grün ist das, was ich bewegen kann. Auf der linken Seite sehen wir also die Vorflügel, die Slats, und auf der rechten Seite sehen wir die Flaps. Das Ganze bewegt sich dann auch, also wenn wir nachher beim Take-Off beziehungsweise am besten ja schon vor dem Take-Off die Flaps ausfahren und hinterher wieder einfahren, können wir sehen, wie sich das hier bewegt. Unten links haben wir dann mit der etwas kryptischen Bezeichnung FOB die Spritmenge, die wir gerade haben. FOB heißt Fuel on Board, auf Deutsch also Sprit im Flugzeug. Und das zeigt uns an, wie viel Kilogramm an Kerosin wir geladen haben. Das sind momentan 5480 Kilo, das wird sich aber, weil wir das Flugzeug im nächsten Teil dieses Tutorials ja noch refuelen, ändern.
Dann haben wir darunter Statusanzeigen. Diese Anzeigen zeigen uns an, was gerade passiert bzw. was gerade aktiviert ist. Wir sehen Refuel. Das bedeutet Refueling. Das heißt, das Flugzeug wird gerade betankt. Das steht da immer dann, wenn der Tankwagen ans Flugzeug angedockt hat. Darunter sehen wir dann Seatbelts und No Smoking, was uns darauf hinweist, dass die jeweiligen Zeichen dafür eingeschaltet sind. Rechts daneben haben wir dann noch die Park Brake, also Park Brick, so wird das abgekürzt. Das ist dieses Ding hier. Wenn das nach rechts zeigt, ist die Park Brake ein, das heißt, die Parkbremse ist eingeschaltet. Dann haben wir noch TCAS STBY, also TCAS Standby. Das ist dieses Ding hier. Das TCAS und der Transponder bilden das sogenannte Traffic and Collision Avoidance System. Das ist schon wieder eine sehr, sehr schöne englische Bezeichnung. Das bedeutet aber so viel wie Kollisionswarn- und Verhinderungssystem. Dieses System ist dafür gedacht, um andere Flugzeuge auf dem Kartendisplay, also hier, visuell anzuzeigen und zu warnen, falls sie sich zu nahe kommen. Das heißt also auch, falls sie unserem Flugzeug zu nahe kommen. Wie genau das funktioniert, wird nicht Teil dieses Tutorials sein. Das ist nämlich eine ganz schön komplizierte Geschichte. Aber es sei nur so viel erwähnt, es ist notwendig, dass wir einen gewissen Transponder-Code hier unten eingeben. Und dieses TCAS Standby wird dort so lange stehen, bis wir den Transponder, also das Panel, was ich gerade gezeigt habe, eingeschaltet haben. So, das war's dann für diesen Teil. Und im nächsten Teil kümmern wir uns um die Flugplanung und die Routeneingabe sowie die Bedienung der MCDU. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich dafür, dass ihr hier wieder dabei gewesen seid und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch im nächsten Teil wieder einschaltet. Danke fürs Zuschauen und wenn euch das gefällt, was ich hier tue, dann wäre ein Daumen hoch natürlich absolute Spitzenklasse, genauso wie ein Abo. Und weiterhin unterstützen könnt ihr mich, indem ihr mir auf TypeStream eine kleine Summe hinterlasst. Den entsprechenden Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Damit helft ihr mir, neue Szenerien und Flugzeuge zu kaufen, die ich euch dann vorstellen und tutorialisieren kann. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.